Hallo, nach überstandenem Regenschauer begrüße ich euch zu meinem ersten Lehrfilm. Wir widmen uns heute der Uhr Ticker, besser bekannt unter dem Namen Brennnessel. Die Brennnessel gehört zu den Nesselgewächsen. Sie kommt weltweit vor, in nahezu jedem Land. Sie wächst sogar in der eisigen Kälte Sibiriens und auch in Tibet. Darauf gehen wir später nochmal kurz ein. Jeder kennt eigentlich Brennnessel, jeder hatte schon mal mit ihr Kontakt. Wir gehen jetzt trotzdem noch einmal die Merkmale durch, an der man sie erkennt. Das wären zum einen die gezackten Blätter, der dunkle, feste Stiel, wenn sie reif sind, auch die Brennnesselsamen und natürlich die Brennhaare, mit denen jeder schon mal Kontakt hatte, denke ich. Die sondern bei Kontakt Ameisensäure ab. Das schmerzt dann leicht, für den Menschen ist das aber vollkommen harmlos. Als Verteidigungsmechanismus gegen Fressfeinde ist das aber sehr effektiv. Zusammen mit den tief in die Erde reichenden Wurzeln macht das die Brennnessel zu einer sehr widerstandsfähigen Pflanze. Wenn man die Brennnessel kaputt hackt, dann wächst sie wieder nach, sofern man die Wurzeln nicht beschädigt. Auch gegen Gifte sind sie resistent. Gut, und wo finde ich die Brennnessel? Meistens an Wegrändern oder auch in Wäldern. Es kommt meist in Massenpopulationen vor und ist nicht zu verfehlen. Sie ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Nun, aber was kann die Brennnessel eigentlich? Warum sollte man darüber ein Video machen? Ihre einzigartige Nährstoffzusammensetzung ist sicherlich ein Grund, warum man sich mit ihr beschäftigen sollte. Aufgrund derer und aufgrund anderer Fähigkeiten oder eher Eigenschaften nimmt sie einen großen Platz in der Heilkräuterkunde ein. Sie enthält zum Beispiel 4 bis 2 mal so viel Eisen wie Rindfleisch, je nach Wuchsort, 3 mal so viel Eisen wie Spinat, 7 mal so viel Vitamin A wie Orangen und außerdem 6 mal so viel Kalzium wie Kuhmilch, um einige Eigenschaften aufzuzählen, einige Inhaltsstoffe. Sie enthält auch Beta-Carotin, was in den Karotten enthalten ist, und hochwertiges pflanzliches Eiweiß, 9% der Brennnessel sind Eiweiß. Und viele weitere Dinge, Kalium auch. So, wir müssen uns beeilen und das kurz und militärisch durchziehen. Der Akku, er ist schon wieder auf Rot. Also, die Brennnessel können wir jetzt identifizieren. Wir wissen, dass sie in Massenpopulationen vorkommt. Nun, also, die Brennnessel sollte man essen aufgrund ihres großen Nährstoffreichtums. Gegen was hilft sie denn so? Ja, gegen Eisenmangel. Oftmals leiden pubertierende Mädchen darunter. Eisenmangel führt zu Entkräftungserscheinungen, man fühlt sich schlapp, erschöpft und so weiter. Brennnessel schafft da Abhilfe. Sie hilft auch gegen Prostatabeschwerden, Darmerkrankungen und ähnliches. Sie hilft als Tinktur gegen Hautirritation, Ekzeme und so weiter und so fort. Die ganze Palette. Sie stärkt auch generell das Immunsystem, reichert die Antikörperzellenbildung an und die Fresszellenbildung. Biologie 11. Klasse bekannt. Ja, aber viele fragen mich immer, ja, wie soll man die Brennnessel denn essen? Das tut ja so weh. Ja, ich fasse die jetzt mal so an. Gut, die hier wurde schon abgerissen und liegt hier schon seit 20 Minuten oder so rum. Ich mache jetzt trotzdem einmal vor, wie man die Blätter faltet. Man nimmt die, faltet die, steckt die im Mund und isst die. Also, ich mach's einmal vor. Das ist kein Problem. Ist nicht schlimm und schmerzt nicht. Ja, man kann alternativ, kann man die auch im Mixer tun. Im Mixer tun oder mit einem Nudelholz hier einmal rüberrollen, zerstampfen mit einem Mörser, was weiß ich, was auch immer. So gehen die Haare kaputt, die Brennhaare, die die Brennnessel ja schützen sollen. Noch viel interessanter als die Blätter und der Stängel, der in der Textilindustrie eingesetzt wurde in einem der Weltkriege, Uniformen wurden daraus gemacht, sind die Brennnesselsamen. Die helfen nämlich gegen Impotenz und schwangere Frauen geben dann auch mehr Milch, wenn sie die essen, gut zu wissen. Die enthalten also von allem noch viel mehr Nährstoffe als die gewöhnlichen Brennnesselblätter. Ich zeige jetzt einmal, dass man die auch einfach so essen kann.
Das ist kein Problem. Ich bin hier noch ein bisschen am Kauen. So, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Ich muss euch nämlich noch beweisen, dass man Brennnessel auch einfach so anfassen kann. Viele haben da nämlich Angst vor, dass es an den Händen so arg doll wehtut. Dafür müssen wir diesen Berg hinabsteigen. Wir sind hier investigativ unterwegs. Ja, leider gibt es hier nicht so große Massenpopulationen. Die Saison ist auch schon fast vorbei. Und der Akku ist fast leer. Ich gehe da mein Bestes, Leute. So, ich zeige euch jetzt mal schnell, wie man, dass das überhaupt nicht wehtut, wenn ich die hier so anfasse. Sehr gerne. Nach einer Zeit ist man auch abgehärtet gegen diese Ameisensäure hier nochmal. Ich halte das so, ich reibe es herum hier. Meine Haut und auch im Mund tut das nicht weh. Ich zeige nochmal, wie man die isst. Ja, man nimmt das Blatt, faltet das zusammen und isst das. Die Samen helfen auch gegen Haarausfall. Sollte man auch wissen. Also enthält ziemlich alles. Milarepa, einer der größten Yogis Tibet, hat sich jahrelang ausschließlich von Brennnesseln ernährt. Hauptsächlich von Brennnesselsuppe. Und er hat überlebt, er hat gut überlebt, er ist berühmt geworden, hat geistliche Höchstleistungen vollbracht. Und da wird es für uns in der Not auch mal reichen. Die Zeiten werden nicht besser, Leute, es wird schlechter, das werdet ihr noch merken. Selbst wenn ihr euch nicht dazu durchringen könnt, die Brennnessel zu probieren, solltet ihr wenigstens im Hinterkopf behalten, dass es so eine Pflanze gibt, so ein Geschenk der Natur, ein Geschenk Gottes, von dem man überleben kann. Wenn Milarepa sich davon jahrelang ernähren konnte, könnt ihr das vielleicht in der Not mal auch mal aushalten, eine Woche oder so. Und ich habe noch ein paar Tipps für euch, wie ihr das in euren Speiseplan integrieren könnt. Die meisten werden sicherlich nicht so roh essen wollen wie ich. Ihr nehmt einfach die Brennnesselsamen, passt auf, dass da keine Tiere mehr dran sind. Brennnessel ist Lebensraum für einige Tiere, draußen abschütteln, vielleicht noch abwaschen. An einer Raststätte oder so muss man natürlich aufpassen. Und dann nehmt ihr auf jeden Fall die Samen und schüttet die euch ins Müsli oder packt die mit auf euren Brotaufstrich. Was auch immer ihr da esst, ihr packt ein paar Samen dazu und aus den Blättern kann man zum Beispiel einen schönen Salat machen. Und in 3-Sterne-Restaurants, so Luxus-Restaurants, bringt mir jetzt Brennnessel-Risotto und so eine Scherze an. Wenn ihr es könnt, könnt ihr es natürlich auch machen. Die Brennnessel gewinnt also auf jeden Fall dazu an Wert. Das alte Wissen keimt wieder auf. Auch ich trage meinen Teil dazu bei mit diesem Video. Aber warum ist das eigentlich so in Vergessenheit geraten? Ja, die Leute rennen lieber zu McDonald's und ziehen sich da so eine Scheiße rein. Diese ganzen Fertiggerichte oder auch aus dem Supermarkt und Cola, Red Bull. Da muss man sich nicht wundern, wenn man davon krank wird. Ich werde da noch mehr Videos drüber machen und die frohe Kunde verbreiten. Für heute sollte es erstmal mit den Brennnesseln reichen. Stärkung des Immunsystems, extrem viele Nährstoffe gegen Eisenmangel, gegen Haarausfall, gegen Impotenz, gegen alles Mögliche. Seitdem ich die erst, kann ich persönlich sagen, geht es mir schon besser. Ich habe die jetzt auch fast jeden Tag gegessen, die letzte Zeit. Solange noch Saison ist. Ja, man macht das. Und das funktioniert auch. Probiert es aus. Lasst mich wissen, wie es bei euch funktioniert hat. Ich zeige euch nochmal kurz hier. Ich kann die einfach so nehmen und essen. Das ist kein Problem. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, das war's auch schon eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare. Oder sprecht mich persönlich an, wie ihr das Video fandet. Für weitere Anregungen. Es wird auf dem Kanal hauptsächlich um Ernährung, Sport und Sport gehen. Aber auch so um Lebensberatung. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Schaut mal wieder rein in den Kanal. Es kommen bald noch neue Videos. Das nächste wird sich eher mit Sport beschäftigen. Also bleibt dabei. Ja, ich grüße euch. Man kann Brennnessel ja auch hervorragend als Dünger einsetzen, damit das andere Gemüse ordentlich wächst, wa?